Moin, willkommen zurück zu Chained Echoes. Wir sind in Fahnsport noch, denn wir sollen Fahnsport verlassen. In Vorbereitung getroffen. Eine Waffe geschmiedet, wir haben Kristalle in eine Waffe eingesetzt. Im Deals das Deal-System kennengelernt, wenn man Beute verkauft. Wir werden wahrscheinlich der Abenteuergilde beitreten. Und am Ende haben wir die Belohnungstafel kennengelernt, wo man Aufgaben, kleine Aufgaben machen muss und dann kriegt man Belohnung dafür. Ne? Wir kriegen Belohnung anfordern. Finde 5 Sammelgegenstände. Weiß nicht. Habe ich das jetzt bekommen? Finde ein Klassenwappen, ja. Aber es passiert nichts. Habe ich das jetzt bekommen? Wir gehen einmal noch hier hin. Bestienpelz, okay. Lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Spiel und der Content gefällt, würde mir sehr helfen, würde mich sehr freuen. Ach genau, Schnellreisen können wir jetzt auch, by the way. So einfach so machen und dann Schnellreise drücken, kann sich quasi von überall hin teleportieren. Richtig gut. Schnellreiseort entdeckt. Aha. Ah ja, da ist Fahnsport, hier ist die Map. Und da links waren wir ja schon. Okay. Moin. Was seid ihr? Ich muss euch ein paar Dinge sagen, die ihr auf eurer Reise beachten solltet. Habt ihr das große Ungeheuer da vorne gesehen? Uff. Auf euren Reisen werdet ihr hin und wieder Monster finden, die zu stark für euch sind. Haltet euch von ihnen fern. Dieses Monster nennt man ein einzigartiges Monster. Das heißt, ihr werdet auf ganz Valandis Tack das Jagd kein zweites Mal finden. Oh, okay. Die meisten der einzigartigen Monster halten spezielle Beute bereit. So viel dazu. Folgt mir in den Westen. Okay, das ist anscheinend, das sind so optionale Bosse, die man halt machen kann, wenn man stark genug ist. Cool. Ja, ich will hier erstmal gucken. Wir gehen erstmal ein bisschen schwimmen. Tutorial schließen wir gleich ab, keine Angst. Wir sollten... Ah, okay. Okay, wir sollten das Tutorial anscheinend erst abschließen. Wir porten uns, warum nicht? In den Westen. Ah, hier. Seht ihr das Symbol auf dem Boden? Die Ureinwohner von Valandis nutzen das, um vergrabene Schätze zu markieren. Oh. Da sind 3 kleine Pfeile drauf. Einer zeigt in Richtung Schatz, die anderen beiden stiften Verwirrung. Ach geil. Irgendwo in der Gegend müsste ein zweites Symbol sein, das ebenfalls auf den Schatz zeigt. Okay. Ihr könnt also den Schatz finden, wenn ihr die beiden Punkte miteinander kombiniert. Großartig, nicht wahr? Los geht und grabt und wir treffen uns danach im Norden. Okay, ich schätze mal, es ist über den der linke hier. Nach links oben und nach rechts oben. Die verbinden sich, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ascheknochen. Da war der. Schatz. Geil. Wo ist er jetzt? Hallo? Wer ist da? Oh, hier ist irgendwas. Schleimiger Wurm. Nein! Gottes Willen. Oh boy. Wo ist der denn? Wasser ist die Schwäche von dem Viech. Ein Slors. Bam. Ich würde sagen, wir hauen einfach so drauf. Au, macht das wie Schaden. Eieiei. Ich hau ab. Wir machen ja gar keinen Schaden an dem Viech. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wo ist denn das? Hä? Weiter in den Norden? Nein! Direkt abhauen. Wieso? Ich meine, da ist ja auf der Karte was, aber sie ist ja nicht da. Hier ist doch niemand.
Hä? Nein! Oh. Ist das ein Bug oder was? Oder in dem Haus? Nee. Hä? Wo ist sie? Oh. LP erhält Konterkrit. Mhm. Hier. The fuck, okay. Bemerkt ihr in der Nähe um mich herum etwas? Nein? Diese Wand sieht sehr brüchig aus. Stemmt euch mit ordentlich Gewicht dagegen und ihr werdet eine geheime Höhle finden. Während dem Krieg haben Banditen oft ihre Beute so versteckt und sie mit ein paar Steinen versiegelt. Und das war's. Ich sollte euch nicht länger aufhalten. Danke für eure Hilfe. Ich gehe nur nach Wurnshire. Solltet ihr dort je vorbeikommen, stattet mir einen Besuch ab. Oh, und vergesst nicht die Höhle hier. Alles klar. Neue Quest verfügbar. Finde einen Weg über die Grenze. Okay. Dann sind wir jetzt auf uns allein gestellt. Nice. Peng! Ja, 250. Den haben wir aufs Maul. Die fliegen mit ihren Hoden. Immer so dumm ist. Wir buffen. Ich hoffe, ich guck gleich nochmal, ob ich mich echt verlesen habe. Wow, die halten alles super viel aus. Ja, komm, wir machen dann mal einen Giftschuss auf ihn. Ich dachte halt, wir können die einfach so wegmachen, aber nein. Karussell. LP Regen, okay. Blütensturm. Ja gut, den machen wir aber direkt. Really? Was habt ihr für Schwäche? Okay. So. Bam. Nee, Rüstungsbrecher auf ihn. Ja. Okay. Pandemie. Schön die anderen vergiften. Yokogiri, ja. Ey, wo? Ach so, weil die körperliches entgehen, deswegen treffen wir die nicht. I see. Ja, okay. Alles klar. Geil. Machen wir Druckpunkt. Das ist ja jetzt kein körperlicher Schaden. Also, genau. Boxhandschuh, yo. Da muss ich jetzt nochmal lesen. Ob das wirklich deren die Hoden von der Fliege ist oder ob ich mich da verlesen habe. Schlaflied. Oh boy. No! Bang. Fokusfaser. Alright. So, einmal kurz gucken. Items. Sieht aus wie ein Handschuh, ist aber ein Hoden des Feindes. Das ist so geil, ey. Dass die immer mit ihren Hoden angreifen. Das ist so dumm. Oh boy. Was haben wir? Wo sollen wir denn lang? Wenn ich einfach... Ah, gen Norden, okay. Dann suchen wir erstmal den Süden hier ab. Oder den Westen, eher gesagt. Wir wollen ja alles erkunden, nicht wahr? Ups. Okay, hier gibt's eine Transition. Ei!
Okay, Moment. Dann gehen wir erstmal. Okay, ich verstehe. Dieses Grid in quasi verschiedene Screens. Alles klar. Ograne Grotten. Okay, das respawnt anscheinend. Ich möchte hier nach unten. Einmal. Ja doch, damit wir das hier abschließen können. Neo will ich jetzt nicht. Ach, hier waren wir. Ja, hier war der. Ja, okay, jetzt weiß ich. War der Anfang mit Lena. Lena? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, leider. Können wir was klauen? Ja. Dünne Tierhaut. Du. Schwäche ist Feuer. Ah ja, komm, buffen wir uns mal. So. Feuerstoß. Schön gewechselt. Rollender Stein. Autsch. Jetzt will ich mal den Ölhieb machen. Gucken, wie viel Dings dann macht. Der Feuerschlag. Man kann jeden nur einmal bestehlen. Okay. Gut zu wissen. Wow. Okay. Kann man hier wieder zurück eigentlich? An, oh ja. Wo war da jetzt? Ah, okay, hier. Alles klar. Ach, jetzt hätte ich auch... Können uns doch jederzeit porten. Ne? Warum nicht nutzen? Jetzt gehen wir schwimmen. Du, 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 du. Schmutzige Wolle. Okay, ist das eine Anspielung an Zelda? Fischmann, wenn du meine Gattin siehst, verrate ihr nicht, dass ich hier bin. Sie hat einen Urlaub am Meer gebucht, obwohl sie genau weiß, dass ich Meerwasser nicht ausstehen kann. Ich bin doch ein verdammter Süßwasserfischmensch. Will sie mich umbringen? Ja, geil. Aha. Hier ist eine Truhe. Engelsflügel. Okay. Hier können wir nicht weiter. Alles klar. Hier können wir auch nicht weiter. Okay. Direkt wieder porten. Ich finde das so geil. Ich hasse ja Laufwege in Spielen, ne? Und dieses immer porten können eliminiert halt. Oh, Laufwege so gut. Kann man klauen, ja. Ich glaube, das Klauen ist ziemlich gut, muss ich sagen. Und die machen Schaden des Todes, WTF. Natürlich. Frühes Erwachen, oh geil. So. Rüstungsbrecher. Giftschuss. Jo. God damn it. Alter. Ist klar. Frühes Erwachen wieder, jawohl. Heilen wir alle? Wir heilen alle mal. Okay, heilt für irgendwie 30. Nice. Pandemie. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der Giftschaden quasi verstärkt wird, wenn jemand Rüstungsbrecher drauf hat. Ich glaube nicht.
Könnte mich aber irren. Pandemie haben wir. Sprengfalle auf sie, weil sie eingeschlafen ist. Du heilst nochmal alle. Aha, frühes Erwachen. Du kannst nochmal beklaut werden. Geil. So werden halt Kämpfe ultra verlängert, wenn man klaut, aber... Ich glaube, es ist... kommt... sehr gut, das zu tun. Oh shit, Overheat. Sprengfalle auch auf... ja, auf unseren Heiler. Yokogiri. Okay. Blütensturm ist aktiv. LP Region. Nee, du. Nee. Du machst mal Abwehr. Heilt sich auch. Ey, diese Schildkröten. Du machst auch mal Abwehr. Du musst jetzt... Komm, ich mach jetzt einmal Blütensturm. Auch wenn wir dann in Overheat geraten, ja. Machen wir es mal so. Okay. Hä? Die Sprengfalle nicht? Wird die... Ist die Sprengfalle vielleicht nur für eine Runde aktiv? Dann muss man das natürlich mit einem Torn von einem Dings kombinieren. Von einem Tank. Ups. Erdtrommeln. Machen wir mal. Um Overdrive runterzukriegen. X-Heap, weil warum nicht? Nein! Egal. So. Hey! Schwertmeister mehr seltene Funde. Erhöht den Schaden beim Tragen dieses Ausrüstungsgegenstands. Und was sind... LP erhält nach Kill. Erhalte 5% LP, nachdem du einen Gegner besiegt hast. Ah, okay. Jo. Konterkrit erhöht. Chance von 20%, den körperlichen Angriff eines einzelnen Ziels zu kontern, indem dieser Wert um 10 verstärkt wird. Erhöht die Chance um 5% seltene Funde zu erhalten. Aber die können wir halt nirgendwo einsetzen, weil die halt Level 1, Rang 1 sind. Schätze ich. Aber lasst uns das noch einmal nachgucken. Zum Schmied einmal bitte. Ist das hier? Ja. Die Mucke ist so geilo. Kombinieren. Schwertmeister. Okay, müssen die gleichen sein. Alles klar. In Waffe einsetzen. Ja, geht nicht. Okay. Alles klar. Ging halt nicht, weil wir nichts, keine... Ja, konnten halt nichts kombinieren. Dieser Kristall hat keine Reinheit übrig, okay. Okay. Nein. So. Wieder auf die Felder. Nach oben rechts mal lang. Ah, die Gegner sind... Oh Gott. Es ist halt echt leicht, in irgendwelche Gegner reinzulaufen. Jetzt will ich dieses Pferd wegballern?
Eigentlich ja. Lass uns nochmal dieses Logbuch hier angucken. Besiege es Wollschildkröten. Ah, okay. Besiege Slaws. Ja. Besiege ein Gebäude. Besiege Tak der Jack. Aha. Okay, dann besiegen wir erstmal noch die Wollschildkröten. Obwohl, die kommen wahrscheinlich auch nochmal. Hier in Slaws. Schauen wir nochmal. Schwäche ist Wasser. Okay. Xib. Ah, ich hätte Clown. Nee, Xib ist schon besser. Erstmal. Clown können wir immer noch. Gift. Aua. Rüstungsbrecher. Wir klauen was. Steriler Schleim. Wir heilen einfach alle. So. Ich möchte. Ne, gegen was ist das Ding schlecht? Gegen Wasser, okay. Hm. Ja, gibt. Kriegt sehr viel Schaden. Okay, und du machst jetzt einfach Kreuzhieb. Ja. Und du machst X-Hieb. Macht das mehr Schaden gegen Einzelne? Ich glaube ja. Au. Und tschüss, los. Gegen mehrere Slosses wird es aber schwierig, ey. Die halten was aus, die Jungs. Hier können wir runter. Was ist hier? Betritt die Grotten von Ograne. Ei. Alter, okay. Wir gehen erstmal oben weiter. Hier ist nämlich noch ein Sloss. Bang. Ups, Giftschuss. Ja. Rüstungsbrecher. Und du buffst. Schön 50 Schaden extra die Runde, ey. Langfinger. Jawohl. Du wechselst aus, ja. Und Wasserstoß. Sehr gut. Und du kreuzhiebst jetzt. Mhm. Easy. Du greifst einfach an. Nee, du machst einfach Abwehr. Kein Blütensturm. Also nochmal X-Hieb. Ich muss mal gucken, ob das andere besser ist. Warte mal, da stand auch verlängert. Wie viel? Nee, okay. Es wird nur auf... Ich dachte, die Blutung wird... die Dauer der Blutung wird addiert, aber wird sie nicht. Es wird immer wieder auf 5 gesetzt. Schade. Es wäre geil, wenn die addiert werden würde. Rüstungsbrecher. Wahrscheinlich wäre die andere stärker gewesen. Okay. Ah, jetzt gucke ich mal. Wie viel Schaden macht das? Doch mehr. Aber es kostet auch doppelt so viel. Hm. Was ist denn hier? Auch noch ein Slaws und eine Wollschildkröte. Da war eine Truhe. Oh. Hilfe, bitte helft mir! Aha. Keine Sorge, junge Frau. Wir retten sie. Giftschuss. Rüstungsbrecher. Langfinger.
Damn it. Auchi. Au. Pandemie. Bitte do it. Dankeschön. Rüstungsbrecher auf ihn. Und mit dem Priester heilen wir uns. Voll. God damn it. Autsch. Was haben die, haben keine Schwäche, ne? Ja. Langfinger. Mann! Nee. Dann mache ich mit dir Powerschuss. Ja. Wir hauen mal auf den hier drauf. So. Und sie pennt wieder, ne? Standgehalten, sehr gut. Wir heilen. Nein! Okay, ich hätte eh nichts machen können. Overheat. Kostet zwar 40, aber gut. Du bist tot. Bam. Defeat. Wollschildkröte. Okay, den wegmachen. Sind wir zwar wieder im Overheat, okay. Eia. Blütensturm. Ja doch, wenn der aktiv ist, muss ich den jetzt einsetzen. Holy shit. So, Overheat weg. Over, ja doch, Overheat weg und wieder im Overdrive, so. Powerschuss. Reicht das? Yes, okay. Den Göttern sei Dank für eure Hilfe. Keine Sorge, wir sind froh, dass du unverletzt bist, lassen wir Glenn sagen. Du bist zu gütig, es war dumm von mir, diesen Weg zu wählen. Seit sie den Pass geschlossen haben, schicken die Soldaten auf den Hauptstraßen jeden Händler zurück in die Stadt. Das kann ich mir aber nicht leisten. Ich muss nach Kotara, weshalb ich versuche, die Hauptstraße zu meiden. Aber das war wohl nicht die beste Idee. Ich denke, ich sollte einfach zurückkehren. Solltet ihr jemals nach Basel kommen, stattet mir einen Besuch ab. Ich muss euch für eure Hilfe belohnen. Ja, nice. Ja, nice. So, jetzt haben wir aber das hier fertig. Also... Okay, haben wir das jetzt bekommen? Oder? Steriler Schleim. Wie viel steriler Schleim haben wir denn? 7. Wir haben 5 bekommen und 2 haben wir geklaut von den Pferden, oder? Ja, okay. Dann, ja, dann kriegt man das einfach immer. Alles klar. Was ist das jetzt hier? Ah, 5 Dämonenleder. Warte, das können wir jetzt nochmal nachchecken. Haben wir Dämonenleder? Nee. Okay. Und jetzt müssen wir Dämonenleder haben, oder? Ja, okay. Jo, ich würde sagen, wir erkunden weiter die Gegend in der nächsten Folge und dann auch die Grotte wahrscheinlich irgendwann. Das Spiel wird immer besser, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock. Ich bin froh, dass ich das angefangen habe und dass ich das überhaupt mitbekommen habe. Das Spiel ging voll an mir vorbei. Ich weiß auch nicht. Jo. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich speichere nochmal. Genau. Ich habe richtig Bock auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Lasst ein Abo und einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüssi.